tatsächlich schon fast geschafft. Das Wochenende steht schon direkt vor der Tür und ich lade euch heute ein Food Diary zu schauen. Ich finde es diesmal besonders lecker, aber davon solltet ihr euch selber überzeugen. Also, bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Heute Morgen habe ich irgendwie gar nicht so viel Zeit. Ich nehme deswegen einen Coffee to go mit ins Auto. Der ist heute mit Mandelmilch und mit Zimt und zwei Bananen, die irgendwie noch nicht so ganz reif sind. Aber ich habe keine anderen gefunden. Und jetzt schnappe ich mir meinen Kaffee und dann geht es ab nach draußen. I feel love when you're around. You pick me up when I'm feeling down. The stars aligned, you broke the mold. Nothing comes close. When you're around, you lift me up. Kaum wieder zu Hause angekommen, ruft bereits wieder die Arbeit. Aber erst einmal gibt es ein paar Overnight Oats mit Himbeeren und Mandeln. Und ein Rezept, wie ich das mache, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und aus den restlichen Himbeeren und der Mandelmilch habe ich mir ein kleines Himbeershake zubereitet. Das ist auf jeden Fall ein sehr leckeres Frühstück. Ich plane jetzt noch ein paar Termine und setze mich dann ran an meinen Computer. Zum Mittagessen gibt es heute gefüllte Auberginen mit einer Joghurtsoße, Spinat und Basmati-Reis. Ich habe das diesmal mit braunen Linsen gemacht. Das finde ich optisch nicht ganz so gut, aber rote und gelbe Linsen waren irgendwie aus. Meine Kinder haben auch schon skeptisch geguckt, was ist das hier heute? Weil sonst mache ich das Rezept ein bisschen anders. Aber ich finde es super lecker. Ofen-Auberginen, die gefüllt sind, esse ich sowieso super gerne. Ich mache jetzt am Rande eine kleine Pause und snacke mich hier so ein bisschen durch den Nachmittag. Dazu gibt es auf jeden Fall jede Menge Frühjahrsmode und Wasser, stilles Wasser, einfach nur so. Und bevor ich gleich noch die Wäsche machen muss und die Küche aufräume, mache ich erstmal eine kleine Pause. Dieses Mal im Stehen. You and I combine and I'm lost in your light. Und hier seht ihr das Abendessen. Es gibt heute Wraps mit Tomatenhummus, der besteht aus getrockneten Tomaten, ja, und logischerweise Kichererbsen. Dazu gibt es jede Menge klein geschnippelte rote Paprika. Ein schnelles und wie ich finde sehr leckeres Abendessen. Wraps finde ich ja besonders schmackhaft. Ich hatte auch letztens einen Minzhummus gemacht, den fand ich auch gut, aber heute gibt es den mit getrockneter Tomate. Guten Morgen allerseits. Ich habe heute Morgen ein Müsli zubereitet. Das besteht aus ein paar Dinkelflocken, klein geschnittenen Äpfeln, Mandeln und tiefgefrorenen Himbeeren. Das Müsli essen wir heute mit Hafermilch und ich freue mich schon, weil dieses Frühstück ist für mich echt perfekt. Steal away, live for the moment you say we'll be just fine. Under the stars, we talk for hours, the tales you spoke so divine. My old friend, where are you going to? Let's raise a glass. Nach diesem kleinen Ausflug in den hohen Norden sitzen wir hier und genießen ein spätes, sehr spätes Frühstück. Es gibt Croissants, Cappuccino und Wasser und natürlich ein Keks. Und da wir eben so viel gelaufen sind, machen wir jetzt hier eine kleine Pause. Es ist so langsam Zeit, das Mittagessen vorzubereiten. Heute gibt es eine Hirse-Reispfanne mit jeder Menge Gemüse. Da sind Cherrytomaten drin, Zucchini, Kartoffeln und Blumenkohl und natürlich rote Paprika.
Das Ganze habe ich mit vielen Kräutern und ein paar Gewürzen verfeinert. Und es gibt dazu einen Kräuterschlagrahm mit Cashewnüssen. Und jetzt werde ich mal die Familie zusammentrommeln, denn es gibt jetzt Mittagessen. Als wir beim Bäcker waren, konnte ich nicht widerstehen. Hier seht ihr eine Himbeertarte. Die ist vegan und die habe ich entdeckt und ich habe gedacht, du kommst heute mit mir nach Hause und das essen wir jetzt hier gleich gemütlich. Dazu habe ich mir noch einen Getreidekaffee gemacht mit Mandelmilch, aber ihr seht hier, dass die Mandelmilch flockt und das hasse ich. Naja, aus Erfahrung weiß ich, auch wenn es mal flockt, es schmeckt irgendwie trotzdem, aber es ist nichts fürs Auge. Und passt heute so gar nicht zu meinem leckeren Himbeerkuchen. Und jetzt bereite ich das Abendessen vor. Und zwar habe ich mir hier zwei Bauernbrote gemacht. Die habe ich mit Tomatenhummus und mit etwas Senf bestrichen. Und darauf gebe ich frischen Rucola. Für meine Kinder habe ich andere Brote gemacht, weil die finden Rucola-Salat auf dem Brot einfach nur zum Weglaufen. Ich gebe jetzt noch etwas Balsamico-Creme rüber und finde mein Abendessen besonders gelungen. Die Kinder gucken skeptisch, aber mir ist das egal. Ich genieße jetzt mein Brot. Es beginnt ein neuer Tag mit einem Glas Wasser und einem tollen Lupinenkaffee. Vielleicht habt ihr auch schon mal Lupinenkaffee getrunken, aber ich mag den super gerne. Der ist koffeinfrei und macht mich so wirklich wach. Es ist also eher ein Kaffee, wenn ihr schon ausgeschlafen seid. Aber da ich meistens eh koffeinfreien Kaffee trinke, macht das nichts. Ich gieße mir also hier einen wunderbaren Kaffee auf und ich freue mich gleich erstmal auf eine tolle Tasse Lupinenkaffee. Und ich lege mir schon mal ein paar Äpfel bereit, die ich gleich mit ins Auto nehme. Wahrscheinlich wird ein Apfel mein Pferd bekommen. Und ich habe mir noch ein leckeres Müsli eben zusammengeschmissen. Das Müsli esse ich heute wieder mit Hafermilch. Und ich finde, so ein Müsli macht echt gut satt. Gerade wenn ich jetzt zum Pferd und in den Stall fahre, brauche ich doch etwas Power. From it all, too much drama in this city life, and I'm tired of fighting. And I know you've been stressed out. Ich war etwas länger beim Pferd, als ich gedacht habe. Deswegen musste das Mittagessen jetzt sehr schnell gehen. Ich habe hier einen tollen Nudelsalat zubereitet mit getrockneten Tomaten und jede Menge Babyspinat, ein paar Champignons und frischen Kräutern und natürlich jede Menge Olivenöl. Mein kleinster Sohn ist ja schon am Naschen und es schmeckt ihm schon hervorragend. Ich mag Nudelsalate sehr gerne, vor allem in der etwas mediterranen Variante. Und das passt für mich heute perfekt. Und zwischendurch knabbern wir hier leckere Äpfel. Die sind irgendwie besonders lecker zurzeit. Und ein Apfel zwischendurch ist immer gut. Und jetzt freue ich mich auf eine kleine Pause mit einem schwarzen Tee und selbstgemachter Schokolade. Und ich habe mir einen Schuss Milch und etwas Zimt reingegeben und so trinke ich den am liebsten. Meine Pause ist heute besonders gelungen. Zum Abendessen habe ich eine Süßkartoffel-Linsensuppe gekocht. Dieses Mal habe ich sie noch mit etwas Senf und verschiedenen anderen Gewürzen verfeinert. Ihr habt bestimmt schon das Rezept bei mir auf dem Blog entdeckt, die gab es neulich und ich kann nicht von ihr lassen. Dieses Mal habe ich keinen Spinat verwendet, sondern Mangold und ich muss sagen, schmeckt auch total gut. Und Suppen am Abend, ihr kennt das ja schon, essen wir hier besonders gerne. Es
Es ist sehr, sehr früh und mein Frühstück ist schon fertig. Ich kann es kaum glauben. Es ist eine Sparversion von einem Müsli, was ich mir hier schnell zusammengezimmert habe. Haferflocken, halber Apfel, ein paar Reste von den Himbeeren und ich glaube, die Mandeln sind heute gar nicht erst reingewandert. Das Ganze habe ich mit Dinkelmilch durchmischt und jetzt schnappe ich mir noch eine Banane und einen Apfel fürs Auto und dann geht's auch schon wieder ab in den Stall. Und für unterwegs natürlich, wie so oft, einen Coffee to go. Und dann kann's losgehen. Ich habe jetzt eben schon etwas eingekauft und jetzt bin ich hier schon am Mittagessen zubereiten. Es gibt heute ein buntes Ofengemüse mit Maiskolben und Kartoffeln. Und dazu gibt es einen tollen Kräuterquark mit getrockneten Tomaten. Den habe ich aus Mandelschmand zubereitet mit ganz vielen Kräutern. Und Hunger haben wir alle, also essen wir jetzt. Let go. Heute Nachmittag machen wir uns das hier ganz gemütlich und ich habe einen Hirseauflauf zubereitet mit Mandeln, Kokosflocken und Himbeeren. Den habe ich euch auch neulich auf meinem Kanal gezeigt. Das Rezept ist dazu in der Infobox und dieser süße Auflauf lohnt sich wirklich, entweder zum Frühstück oder wie wir jetzt zum Nachmittagskaffee. Zum Abendessen habe ich heute schon wieder eine Linsensuppe, weil mein Mann hat sich das unbedingt gewünscht. Dieses Mal ohne Süßkartoffeln, aber mit Möhren. Und dieses Mal habe ich das auch so ein bisschen orientalisch gewürzt und aufgepimpt mit vegetarischen Würstchen. Darüber ist ein bisschen Mandelschmand und so bekommt die Suppe eine völlig andere Note und wird uns hervorragend zum Abendessen schmecken. Ich sitze hier gerade so und liebäugel mit diesen Chips. Das sind so Maischips, die ich super gerne mit Avocado esse. Für eine echte Guacamole bin ich jetzt gerade zu faul. Ich habe nur die Avocado zerdrückt, einen Spritzer Zitronensaft dran gemacht, etwas Salz und Pfeffer und Balsamico-Essig. Das Ganze sieht dann so aus. Nicht schön, aber oberlecker. Und jetzt ab auf die Couch und den Feierabend so richtig genießen. Ja, so gemütlich kann ein Wochenende beginnen. Ich hoffe, ihr freut euch schon sehr auf eure freien Tage, wenn ihr denn welche haben solltet, weil nicht jeder hat ja am Wochenende Wochenende. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einstimmen. Hier an der Seite könnt ihr euch ins letzte Food Diary direkt reinklicken. Eine Food Diary Playlist findet ihr in der Infobox. Und wer am Wochenende noch ein bisschen lesen möchte, der klickt sich einfach auf meinen Blog. Der Link dazu ist auch in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab ins Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Und ich bin jetzt weg.